Willkommen zurück, ihr Lieben, hier bei unserem wunderschönen Dachgarten, den wir in der letzten Folge angelegt haben. Und wir haben ja auch die Elefantenfrucht jetzt inzwischen für unseren Großvater. Da werden wir jetzt mal hingehen. Ah, das schaltet dann wieder die nächste Tageszeit frei. Da bist du ja. Wie läuft es? Was habe ich da gerade gemacht? Bitte reg dich nicht auf, mein Mädchen. Wie der alte Joke sagen würde, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Ich glaube, das Sprichwort geht noch weiter, aber er beendet es nie. Was bedeutet es? Man will damit sagen, dass es mehr im Leben gibt, als man sich vorstellen kann. Ich werde dir mehr zeigen, aber du musst mir vertrauen. Auf diese Weise habe ich es erfahren und du sollst es genauso lernen. Es gibt noch mehr. Also, hast du die Frucht? Ja. 3 Elefantenfrüchte. Ich danke dir, mein Mädchen. Ich bin stolz auf dich, wenn du mir das erlaubst. Ich werde mir daraus ein schönes Stärkungsmittel machen, das wird meine Genesung fördern. Also, geht es dir besser? Es ist nicht so einfach. Ich war früher genau wie du. Ein alles hinterfragender Geist. Hungrig nach Informationen. Objektive Daten. Wusstest du, dass ich Wissenschaftler war? Sag die Wahrheit. Wenn Mama es mir gesagt hat, habe ich es wohl vergessen. Nun, ich war keine große Nummer. Ich kam als Wissenschaftler hierher. Aber schon sehr bald wurde meine konventionelle Wissenschaft herausgefordert. Aber was ich gelernt habe und jetzt an dich weitergeben möchte, ist die Wahrheit. Zu wissen ist ein Prozess, kein Produkt. Das ergibt Sinn, nehme ich an. Das ist etwas Persönliches. Relativ persönlich. Der Garten, den du gerade bepflanzt hast, ist der erste, den ich in Mutation angelegt hatte. Gaia war damals noch ein kleines Kind. Und so energiegeladen. Hat mit Claire Fangen gespielt oder mit den Dots gespielt, den Kreaturen, die in der Baumkrone leben. Wir waren aus unserer kleinen Wohnung in der Stadt hierher gekommen. Und während deine Oma mit ihrer angesehenen und wichtigen Forschungsarbeit begann, spielte ich mit Gaia im Matsch. Worum ging es bei eurer Viva-Mama so? Ein so freches, ungeschicktes Kind. Stark und wild. Deswegen habe ich ihr am Anfang nur Unkraut zum Spielen gegeben. Aber in dem Moment, wo sie die jungen Pflänzchen in ihren Händen hielt, wurden sie ganz sanft. Das hatte ich vorher nie an ihr gesehen. Wir haben sie zusammen vorsichtig eingepflanzt. Das war eine so kostbare Zeit. Und diese Elefantenfrucht wird dir helfen? Alles hilft. Jetzt werde ich mir ein Mittelchen daraus machen. Ich will, dass du weißt, dass das, was du heute gemacht hast, keine Kleinigkeit war. Keine Kleinigkeit. Danke. So, es ist Mittag und wir haben freigeschaltet grüner Daumen. So. Sag mal, du kommst ja aus der Großstadt. Hast du da Gelegenheit, die Natur zu erleben? Ich baue tatsächlich ein paar Sachen an. Ich habe einmal so einen merkwürdigen Samen gefunden. Und die Dachrinne vor meinem Fenster ist immer voller Dreck. Also habe ich den Samen und ein paar andere Sachen da eingepflanzt. Und sie sind gewachsen. Ich schätze, diese Pflanzen mögen es sumpfig, weil die Erde da echt feucht ist. Faszinierend. Das klingt, als hättest du das richtige Ohr dafür. Ohr? Aber spürst du es, mein Mädchen? Was soll ich spüren?
Es ist ganz zart, gerade an der Grenze des Wahrnehmbaren. Vielleicht ist es die Wirkung des Stärkungsmittels, aber der Garten schenkt mir frischere Luft. Es ist, als würde ich im Wind neben einem Leuchtturm stehen und die salzige Seeluft würde mich abschrubben. Okay, gut. Es ist ja Mittag, das heißt, wir werden jetzt mal gucken, was wir tun können. Was auch unser Tagebuch sagt. Meine Hände sehen furchtbar aus nach all der Gartenarbeit. Ich sollte Eileen fragen, ob sie mir helfen kann. Wenn Opa mir nichts sagt, kann Joke mir vielleicht mehr über das Gartenzeugs erzählen. So. Also zu Eileen. Das sind wieder unsere Würstchen, aber da ist jetzt noch was anderes. Na dann los. Guten Tag, mein Mitbaumbewohner. Mitbaumbewohner? Dots machen mich nervös. Nit? Wir haben heute ein neues und aufregendes Lebensmodellangebot für dich. Nini! Warum steht er nicht einfach still und lässt sich von mir anwerben? Ich glaube, das wird nichts. Nit nie! Ich versuche es mit einer Ablenkung. Kann ich helfen? Praski, Medisti, der Mensch redet mit mir. Er sagt, ihr sollt aufhören. Abnehmen, fit werden, das alles in Dot freundlicher Umgebung. Komm schon, Medisti, der Dot möchte keine Energie für dich erzeugen. Huch. Okay. Alles okay mit dir? Und zack, weg ist er. Oh. Ja, habe ich wohl alle auf einmal verscheucht. Ganz toll. Okay. So, hallo Eileen. Ah, ich weiß nur nicht, ob ich damit klarkomme, weißt du? Mhm. Diese ganze Nicht-im-Streit-zu-Bett-gehen-Sache. Nicht-im-Streit-in-See-stechen. Aber wir haben uns nicht gestritten. Ich bin nur so erschöpft, ich brauche etwas Raum für mich. Ich kann nicht einfach hingehen, mich mit ihm aussöhnen und ihm hinterherwinken wie ein gutes Frauchen. Natürlich. Ich liebe ihn. Natürlich liebe ich ihn. Aber vielleicht... Ich kann mich einfach nicht dazu überwinden. Entschuldige, was wolltest du sagen? Tut mir leid. Vielleicht kannst du ihn ja abreisen sehen, aber nicht mit ihm sprechen. Geh doch zum Leuchtturm. Von da aus kannst du so weit sehen. Hm. Und es ist so friedlich da. Genauso mache ich es. Perfekte Idee. Ich danke dir. Okay, gut. Kümmern wir uns jetzt um die Nagelhaut. Okay, also die hat gerade keine Zeit so wirklich. Ich habe Eileen und Claire dabei unterbrochen zu planen, wie Eileen Graub aus dem Weg gehen kann. Klingt vernünftig, aber ich bin ja auch nicht seine Freundin. Ja. Zwei haben sich offensichtlich gestritten. So, hier gibt es derweil nichts zum Anschauen. Schauen wir mal, was es ansonsten vielleicht so gibt. Wir könnten zu Mori gucken. Hung und Dennis, okay. Hallo, hallo. Also, wegen des hohen Grundwasserspiegels werden wir immer Probleme mit dem septischen System haben. Das bedeutet, dass die Würstchen und ich doppelt so hart arbeiten müssen, nur um... Dennis, Liebes, ich finde nicht, dass septische Systeme ein gutes Gesprächsthema beim Essen sind. Ist schon okay. Ich finde es ganz interessant. Nein, sie hat recht, Junge. Nur Klempnerei im Kopf. Was geht dir durch den Kopf?
Ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, ob ich das glaube. Ist es Graubert? Ist er schlimmer als sonst? Du weißt, dass du mit mir darüber reden kannst. Ich arbeite da an diesem Boot. Oh, du hast also endlich angefangen. Endlich. So habe ich es nicht gemeint, Junge. Ich wusste, dass du damit anfängst, wenn du so weit bist. Es ist in einem wirklich schlechten Zustand. Ja, naja, er hatte immer nur Augen für seine Seelenstärke. Kein anderes Boot hat ihn interessiert. Hm. Also, was hast du bisher dran gemacht? Vielleicht könntest du vorbeikommen und es dir ansehen. Ich weiß nicht, wie dick ich den Teer auftragen soll und ich brauche die richtige Farbe zum Versiegeln und all sowas. Mein Vater hat mir nie... Sehr gerne, es wäre mir eine Ehre. Heute habe ich viel zu tun, aber morgen komme ich vorbei. Hatschi! Oh, du bist das. Wo bleibt dein Benehmen, Dennis? Möchtest du dich setzen? Ich wollte nicht stören, der ganze Pfeffer hier bringt mich zum Niesen. Ich wollte nicht stören. Genau. Oh, ignorier die beiden einfach, Liebes. Wie ernst sie tun. Und Dennis, mein Lieber, wir leben neben einem Sumpf. Natürlich haben wir einen hohen Grundwasserspiegel. Okay. Kann ich mit ihr auch separat reden? Oh. Alles okay mit dir? Oder das ist nichts Neues. Die Gicht plagt mich schon eine ganze Weile. Früher hat Nonno mir immer geholfen. Aber heutzutage fällt es ihm schwer, sich um Leute zu kümmern. Er hat dir Medizin gemacht? Nicht, ohne ein bisschen zu klagen. Das hier hilft nur gegen die Symptome, Mori. Du musst deinen Lebensstil ändern. Ich kann aber keine Lebensmittelgruppe weglassen. Ich muss alles probieren, was ich koche. Aber das mit dem Tai Chi mache ich. Ich sollte eigentlich auch schwimmen gehen, aber dafür fehlt mir der Mut. Viel zu kalt. Wie dem auch sei, es ist schön zu sehen, dass du hier etwas gärtnerst. In seine Fußstapfen trittst. Okay. Mehr hat sich jetzt hier heute auch nicht getan. So. Lasst uns mal hier hingehen. Wir könnten einen Blick in die Bar werfen, ob da jemand ist. Hier ist nur Spike. Hallöchen, Krabbelkäfer. Ich mache hier nur ein wenig sauber. Die meiste Action spielt sich draußen ab. Wo sind die anderen? Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Bobek ist runter in die Höhle zu Jella gegangen. Ungewöhnliche Freundschaft, aber sie funktioniert. So spielt das Leben. Mio bereitet das Fleisch für das Barbecue heute Abend zu. Ich habe dir doch davon erzählt, du musst unbedingt kommen. Die perfekte Gelegenheit, dich in unserer kleinen Gemeinschaft willkommen zu heißen. Ja, sehr gerne. Klingt super, ich komme. Klasse, wir liefern dir eine ordentliche Mutationenbegrüßung. Wart's nur ab. Okay, dann habe ich also eine Verabredung für heute Abend. Wir können in die Höhle gucken und Bobek und Jella überraschen. Das werden wir jetzt einfach mal machen. Was bist du denn eigentlich? Für ein Tier. Dennis? Dennis, heute ist es so kalt hier unten. Dennis! Tut mir leid, nein. Wer bist du? Warum gibst du vor, mein Dennis zu sein? Ich dachte, ich sollte mal Hallo sagen. Ich spreche nicht mit Fremden. Wo ist Dennis? Er muss mich vor Fremden beschützen. Okay, da steckt also jemand im Rohr. Namens Prinzessin.
Unser Tagebuch hat geblinkt, aber ich glaube, da war nichts Neues dabei. So, mal gucken, ob Bobek und Jella hier irgendwie rumhängen. Ja, da sitzen sie doch glatt. In dieser freakigen 70er-Jahre-Bude mit dieser Lampe. Es ist erwiesen, dass Fische singen können. Wow. Sie bilden Morgenchöre wie Vögel, nur unter Wasser. Sie haben einem Riff zugehört vor der Küste von... Es macht mir nicht wirklich etwas aus, wenn es nicht klappt. Ich mag singen. Es hilft mir, mich zu konzentrieren. Fischblut und Fischknochen. Ist das ein Zauberspruch? Bestehen aus Stickstoff, Phosphor und Kalium. Hervorragender, ausgezeichneter Dünger. Aha. Manchmal mag ich einfach nur den Klang. Der Klang ist hübsch. Wenn man nie etwas Neues tun würde, würde man auch nie neue Dinge entdecken. Kann ich deinen Pilzen etwas vorsingen? Wenn du möchtest. Na gut. Dann sing ihr sein... Ist das eigentlich eine Sie oder ein Er? Aber dann sing mal dem Pilzen was vor. So, vielleicht können wir noch in den Hafen gehen. Ich muss ja auch immer irgendwie gucken, ob ich Samen sammeln kann nebenbei. Okay, Claire ist ja bei Eileen. Aber wir können mal mit Graubert reden. Hey ho, Seekrümel! Ich bin gerade äußerst beschäftigt. Tung lässt es mal wieder langsam angehen. Der ist nicht nützlicher als eine Seepocke. Bald kommt meine hübsche Eileen, um mir einen Abschiedskuss zu geben. Aber bis dahin habe ich Arbeit zu erledigen. Oh. Na, ob er vielleicht wissen sollte, dass Eileen... Oh Gott. Soll man sich da einmischen? Ja, nein, vielleicht. Das ist immer so schwierig. Wir wollten ja eh nochmal zu Eileen. Vielleicht sind die ja inzwischen fertig. Nein. Sind sie natürlich nicht. Ah. Muss ich da jetzt wohl oder übel zugucken? So. Lasst mal gucken, ob wir noch irgendwas sammeln können. Aber fast nicht. Dann gehen wir mal zurück und spielen unserem Garten vielleicht noch etwas Musik vor. Alles wächst ein bisschen mehr. So. Was kann man denn da ernten? Tempel fahren, okay. Ah, da kriegt... Ja, gut, okay. So kriegt man natürlich auch Samen. Hegen. Ernten.
Na, das ist doch schön. Okay. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge wieder aus unserem kleinen Garten. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Reinschauen. Bye, bye.